Ekaterina Leonova, 34, wurde durch ihre Auftritte bei Let's Dance eine echte Bekanntheit. Doch wieso musste sie das Format verlassen und wird sie irgendwann wieder über das RTL-Parkett schweben? Ekaterina Leonova, Rückkehr zu RTL. Ekaterina Leonova hatte ihren ersten Auftritt bei Let's Dance bereits 2013. An der Seite von Urbachelor Paul Janke tanzte sie sich auf den 3. Platz. Mittlerweile ist die 34-Jährige sogar die Let's Dance-Rekordhalterin. Ganze 3 Siege in Folge schaffte sonst kein Profitänzer im RTL-Format. Doch nicht nur echte Let's Dance-Fans kennen die gebürtige Russin, durch ihre drohende Abschiebung wurde sie auch abseits der Tanzfläche bekannt. Der Grund war ihr auslaufender Arbeitsvertrag. Sie musste sich schnell einen neuen Job suchen. Letztendlich hat die Beauty das auch geschafft und darf in Deutschland bleiben. Zuletzt schockte Ekaterina Leonova dann mit traurigen Worten über ihre Kindheit. Sie erfuhr in jungen Jahren viel Druck und wurde sogar Opfer von häuslicher Gewalt. Um sich von traurigen Erinnerungen und alten Verhaltensmustern zu lösen, nahm die Tänzerin an der Show Unbreakable teil. Und nun wagte sie einen kompletten Neuanfang, Ekaterina Leonova, sie wagt einen Neuanfang, die Beauty lässt ihr altes Leben komplett hinter sich, Trennung, Umzug, neuer Job. Im Interview mit Express verrät die 34-Jährige den Grund für ihren Neustart. Wie sie in München lebt und dass sie auch tatsächlich bereit wäre für eine neue Liebe. Ich wollte einen Cut im Leben machen, alles neu anfangen. Deshalb kam auch ein Job außerhalb Kölns in Frage, da war ich komplett offen. Die letzte Wahl fiel dann zwischen Hamburg und München. Das Unternehmen in München hat mich am meisten überzeugt. Ich teile die Werte und fühle mich im Team sehr wohl. Bis jetzt habe ich noch nicht so viel von München gesehen. Weil ich viel unterwegs bin. Ich wohne alleine in einer süßen Wohnung. Noch stehen einige Kartons in der Ecke und es fehlen einige Möbel. Ganz sicher gibt es in München auch schöne Männer. Und irgendwo wartet auch der Richtige. Aber er ist noch nicht über meinen Arbeitsweg gelaufen. Aber ich wäre offen dafür, jemanden kennenzulernen.